super. Die Dieselpartikelfilterwarnleuchte leuchtet auf. So was. Hallo Leute, was machen wir heute? Naja, wie du schon gesehen hast, bei mir sind Warnleuchten auf dem Armaturenbrett. Der Dieselpartikelfilter hat was. Also einerseits kann man das ablesen im iDrive oder auch im Kombi-Instrument, das ist der Tacho. Und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man eine erfolgreiche Reinigung zu Hause durchführt. Und das ist möglich, also ich habe das schon mal gemacht, nur heute nehme ich mir die Zeit, gehe ein bisschen tiefer in das ganze Thema rein, erkläre euch das. Es ist nicht so schwierig, man braucht nur ein bisschen Zeit und ein Verständnis vom ganzen System. Ja Leute, das nervt. Laut Kombi-Instrument ist mein Dieselpartikelfilter defekt. Ja, jetzt war ich gerade in der Werkstatt und die haben mir gesagt, Reparaturkosten zwischen 1500 und 2500 Euro. Oh Mann. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und habe da einige gute Ideen. Heute in dem Video möchte ich euch einfach zeigen, wie ich diesen Fehler beheben kann. Oder wie ich diesen Fehler behebe. Übrigens, dieses Video heute ist auf Deutsch. Das haben sich ja viele gewünscht. Es wird auch ein längeres Video. Ich werde unten in dem Video verschiedene Sprungmarken machen. Das heißt, du kannst zu den verschiedenen Kapiteln scrollen, springen. Genau, das erste, was ich jetzt mit meinem Video hier beginne, das ist einfach, was ist eigentlich ein DPF? Ein Dieselpartikelfilter. Und was ist auch dieser CAT, dieser Katalysator? Also ein bisschen Theorie am Anfang, also da geht es um Aufbau und Wirkungsweise, da geht es um die Regeneration, um aktive und passive Regeneration, die Abgaszusammensetzung, wie sind die Abgase aufgebaut, was kommt hinten beim Auspuff raus. Dann mit diesem Wissen, welche Abgase wir haben, können wir auch verschiedene Reiniger uns suchen. Es gibt ja Zig-Reiniger, ja, also man könnte den Dieselpartikelfilter auch ausbauen, einschicken, die machen so eine chemische Reinigung oder die brennen ihn aus, die erhitzen den über Stunden, spülen den durch. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Aber ich zeige euch, wie man mit haushaltsüblichen Mitteln das beste Ergebnis haben kann, wie man das halt am besten macht. Dann gehe ich noch ein bisschen darauf ein, was sind die, das ist der zweite Punkt, was sind die möglichen Fehlerursachen. Dann, welche Parameter müssen eigentlich erfüllt sein, damit eine Regeneration zustande kommt? Wann gibt das Motorsteuergerät uns, dem Auto, das frei, dass der Dieselpartikelfilter regeneriert wird? Und was bedeutet passive, was bedeutet aktive Regeneration? Des Weiteren werde ich dann auch darauf eingehen, auf das Kombi-Instrument. Kann ich mir verschiedene Parameter anzeigen lassen? Ich habe mir jetzt auch ein OBD-Diagnosesystem bestellt, also das günstigste mit 26 Euro. Da kann man ein bisschen mit Open-Source-Software reinschauen, vielleicht auch Fehler löschen. Wie kann ich meinen Dieselpartikelfilter zurücksetzen? Das nächste wird sein, wo sind die Bauteile eigentlich verbaut? Dann zeige ich, wo die Thermostate sind, wo das AGR-Ventil ist, das Abgasrückführsystem, wie das alles zusammenhängt. Dann werden wir noch ein bisschen schauen, wie man das ausbaut, wie man es am besten vorgeht. Also ich habe jetzt keine Hebebühne. Man muss von oben und von unten dazu zum Auto. Kann ein bisschen tricky werden. Also das ist einer der letzten Punkte. Und dann kommt der Hauptpunkt eigentlich. Dann werde ich euch zeigen, wie ich diesen Dieselpartikelfilter reinige.
Als nächstes, ich hoffe, dieses Diagnosesystem, Diagnosetool kommt bald, ich habe es bestellt. Die Post war noch nicht da, ich warte schon sehr hart drauf. Ich wollte eigentlich vorher, bevor ich beginne, auslesen, aber ich fahre jetzt am Mittwoch eine längere Strecke. Dazu brauche ich einfach ein funktionierendes Auto. Und wenn der Dieselpartikelfilter schon mal eine Warnleuchte aufzeigt, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, nicht mehr zu weit fahren. Der legt sich immer mehr zu und das Problem ist ja, dass der Gegendruck dann größer wird und so auch der Turbo beschädigt werden kann. Auf das gehe ich alles ein, zurücksetzen vom Fehler und dann schauen wir, wie das, ob das funktioniert. Zum Schluss noch eine Zusammenfassung. Es gibt so 7-8 Punkte. Wie gesagt, unten gibt es die Sprungmarken. Dann würde ich vorschlagen, wir starten durch. Yeah! Also grundsätzlich bei diesem BMW, bei der E-Serie, die sind ja alle ähnlich aufgebaut. Wenn du dieses Kombi-Instrument hast, dann ist das Geheimmenü gleich. Auch der Katalysator ist ähnlich aufgebaut. Ich habe hier so ein System. Man sieht, das ist der Dieselpartikelfilter. Oh, das Auto meldet sich. Ich habe hier ein kombiniertes System. Das bedeutet, hier ist ein Oxycat und der Partikelfilter in einem Gehäuse untergebracht. Hier kommt die Luft rein, die Abgasluft. Hier sitzt der Turbo direkt drauf, drückt das Abgas durch den Cut. Ich werde euch das bald genauer erklären, was ein Cut ist. Und das geht dann weiter zu dem Dieselpartikelfilter und dann raus zur Auspuffanlage, zum Schalldämpfer und dann ganz ins Freie raus. Damit man das ein bisschen besser sieht, habe ich hier folgendes Bild. Also hier, das ist aufgeschnitten, hier wieder der Turbolader, Luft, Abgasluft rein zum Cut. Der Cut ist ein bisschen grobmaschiger. Ich erkläre euch das ganz genau, wie das dann ausschaut. Und dann geht es weiter zum Dieselpartikelfilter. Das ist wirklich ein Filter. Der Cut, der macht irgendwas ganz Spezielles. Das erkläre ich euch. Damit ihr wisst, von was ich hier rede, habe ich hier folgendes Bild. Hier ist wieder der Cut und der Dieselpartikelfilter. Die Abgasluft kommt hier rein und die Abgasluft raus. So, jetzt gibt es verschiedene Punkte. Wir kommen später noch mit der Theorie genauer hin. Aber nur mal grundsätzlich, damit ihr wisst, wo diese Sonden und Sensoren sitzen. Bei der Abgaszuluft vom Motor gibt es mal diese Lambda-Sonde, ein Oxygen-Sensor. Eine Abgastemperatursonde. Dann der Katalysator selbst, der Dieselpartikelfilter selbst. Die Lambda-Sonde gibt es auch nach dem Dieselpartikelfilter und auch eine Abgastemperatursonde vor dem Dieselpartikelfilter. Also so sieht das grundsätzlich aus. Das kann ein bisschen variieren. Es gibt bei manchen Fahrzeugen mehr Sensoren, weniger. Aber grundsätzlich ist es bei allen sehr ähnlich. Was wir noch zusätzlich haben, einen Drucksensor. Wie kann der Dieselpartikelfilter eigentlich erkennen, dass er zu ist? Das geht ganz einfach. Man misst den Differenzdruck zwischen dem Einlass von dem Partikelfilter zum Auslass. Wenn der Druck in Millibar zu hoch ist, dann wird es diese Fehlermeldung geben. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Da komme ich dann hin im dritten Kapitel zu Fehlermeldungen. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, habe ich hier dieses Bild. Hier wieder der Dieselpartikelfilter mit dem Cut. Dann gibt es verschiedene Sensoren, die ich vorhin schon erwähnt habe. Hier ist es jetzt als Ganze einmal schematisch dargestellt. Man hat den Differenzdrucksensor, der vor und nach dem Dieselpartikelfilter den Druck misst. So erkennt das System, ob der Partikelfilter vielleicht zu ist, verrußt ist. Dieser meldet sich dann direkt an das Motorsteuergerät. Dann gibt es die Abgastemperatursonde, die misst die Temperatur vom Abgas. Dann den Injektor, ein weiterer Punkt, dann, wenn wir zur aktiven Regeneration kommen, für was wir diese Einspritzdüse hier brauchen. Additivpumpe habe ich in diesem Fahrzeug hier nicht. Das wäre zum Beispiel dieses AdBlue oder andere Additive, die hinzugefügt werden, um eine bessere Verbrennung zu machen. Das gibt es ja nicht, das ist optional. Wenn hier irgendwo in diesem ganzen Regelkreis abweichende Werte vom Motorsteuergerät festgestellt werden, gibt es uns eine Kontrollleuchte aus. Und das ist genau, was der Fall hier ist.
Als nächstes erkläre ich euch, wie funktioniert der Katalysator, was bewirkt er und warum haben wir auch zusätzlich einen Dieselpartikelfilter. Ja, die Automobilindustrie, die ist sich das sehr wohl bewusst, dass man etwas machen muss, um die Abgase zu verringern. Und da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Also das wurde einerseits in gesetzlichen Normen geregelt und auf der anderen Seite wurde das auch immer wieder weiterentwickelt. Eine Möglichkeit war also der Abgasnachverbrennungsprozess. Später, also in den 80er, 90er Jahren, ist halt dieses ökologische Umweltbewusstsein von den Menschen immer mehr geworden und wir haben das gefordert, dass einfach mehr gemacht wird. Und so kam es dann zum Katalysator. Ein Katalysator, der hat eine ganz eine wichtige Aufgabe in unserem Abgassystem. Wir schauen einfach, dass wir durch Oxidation verschiedene giftige Substanzen aus dem Abgas rausbekommen. Also das sind halt Kohlenoxide, Stickoxide und Kohlenwasserstoffe, welche wir hier wegbekommen wollen. Um diese Aufgabe richtig erfüllen zu können, haben diese Katalysatoren also verschiedene Edelmetalle eingebaut. Also diese Edelmetalle, das kann halt sein Platin, Palladium, Rhodium und weiteres. Und das brauchen wir, um diesen Prozess überhaupt machen zu können. Das Ganze nennt sich katalytischer Prozess, deswegen auch Katalysator. Und dadurch, dass dieser Katalysator vorhanden ist, wird das Abgas hat eine andere Zusammensetzung als direkt nach der Verbrennung. Also das bedeutet, im Verbrennungsraum haben wir ein Abgas, das geht durch den Katalysator, wird dann durch diesen katalytischen Prozess verändert und geht dann hinten durch das Auspuffrohr raus. Katalysatoren sind ja grundsätzlich, also haben so eine Keramik eingebaut. Also hier sieht man ein Bild von einem Katalysator mit Keramikeinsatz und der besteht aus so einem Blockkeramikkern. Das nennt man Monolith. Das ähnelt halt sehr an einer Bienenwabe, ist etwas grobmaschig. Hier auf dieser Struktur, auf diesen Waben sind diese Edelmetalle, diese edlen Elemente aufgeprägt. Die machen uns den katalytischen Prozess. Hier sieht man dann nochmal ein bisschen ein besseres Bild. Aufbau eines Katalysators, also grundsätzlich wieder außen das Stahlbeleg rundherum. Dann gibt es diesen Keramikträger, wie ich schon erwähnt habe, verschiedene Zwischenschichten und die katalytische aktive Schicht. Die katalytische aktive Schicht, das sind halt einfach, wie ich schon vorher erwähnt habe, dieses Platin, Rhodium, Palladium. Und das Platin, das begünstigt den Oxidationsvorgang. Und das Rhodium begünstigt den Reduktionsvorgang. Und das Gehäuse, da muss man halt aufpassen, diese keramischen Träger, die sind halt sehr spröde. Also man kann hier nicht einfach mit dem Dampfhochdruckreiniger reinfahren, da könnten Sachen brechen. Dann gibt es noch diese Keramikfasermatte. So ist im Groben ein Katalysator aufgebaut. Also dieser Katalysator, der reduziert uns schon mal die Abgase. Die Abgase sind schon mal besser, aber zusätzlich gibt es dann auch noch diesen Partikelfilter. Und da ist halt hervorzuheben, dass einfach, also hier ist nur ein Bild von einem Partikelfilter, der ist jetzt von einem anderen System, das ist jetzt ohne CAD. Der CAD wird hier in einem eigenen Gehäuse sein. Ich habe das jetzt hier nur genommen, damit man den Aufbau dieses Dieselpartikelfilters auch besser versteht. Es ist halt grundsätzlich einmal hervorzuheben, dass das Reinigen von diesen gasförmigen Trennungsprodukten auch verschiedene Partikel anfallen. Und das ist halt ein großes Problem von diesen Selbstzündmotoren, wie man diese so schön nennt, also diese Dieselmotoren. Diese Rußpartikel, dieser Feinstaub, das ist für unsere Gesundheit gefährlich. Und für diesen Fall benötigen wir eine mechanische Filterung. Und dieser Dieselpartikelfilter, der besteht einfach aus einem keramischen Bauteil mit so Waben drin. Also die sind feiner und die filtern einfach das Verbrannte und Unverbrannte aus dem Abgas raus. Aufgrund dieser Funktionsweise sind sie halt auch anfällig für Verstopfungen. Dadurch, dass die halt filtern und jeder Filter, wir wissen, jeder Filter muss irgendwann mal gereinigt werden,
kann das halt verstopfen und dann passt der Gegendruck nicht mehr und wir haben diese Fehlermeldung. Der durch diesen Verbrennungsprozess generierte Ruß wird in diesem Filter gesammelt. Und wie ich vorher gesagt habe, dadurch verstopft er halt auch. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, dass man diesen Filter ausbrennt. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist halt so, dass dieser Dieselpartikelfilter erhitzt wird und so diese Partikel abbrennen und dann bleibt nur mehr Asche übrig. Und da gibt es dann zwei verschiedene Arten von Regeneration. Also es gibt die aktive Regeneration und die passive Regeneration. Die passive Regeneration, das ist ganz einfach so, wenn wir längere Strecken fahren, keine Ahnung, mit 100 km/h auf der Autobahn fahren, Langstrecken fahren, dann wird einfach die ganze Auspuffanlage so erwärmt und vor allem auch dieser Dieselpartikelfilter so erwärmt, dass diese eingefangenen Partikel verbrannt werden. Da gibt es schon die erste Schwierigkeit, dass halt viele Leute halt gar nicht so lange fahren mit dieser Belastung des Motors und das Abgas dann im Gesamten nicht so heiß wird und so diese passive Regeneration gar nicht zustande kommt. Und dafür gibt es zusätzlich dann aber eine aktive Regeneration. Ja, und also diese Schwierigkeit ist ja bei den meisten Leuten mit der Regeneration, das funktioniert halt nicht, weil viele Leute Fahrzeuge nur für Kurzstrecken benutzen und also die Temperatur nie ausreicht und die Dauer, um wirklich die ganzen Partikel zu verbrennen und den Dieselpartikelfilter so zu reinigen. Deswegen haben dann die Automobilhersteller ein System entwickelt, das erkennt, wann ist dieser Dieselpartikelfilter verstopft. Zum Beispiel ist er bei 50% verstopft, passt der Gegendruck nicht mehr, das hatte ich vorher erwähnt. Dann lösen die folgende Systeme aus. Der Prozess funktioniert einfach so, dass es dann hier, dass in diesem Dieselpartikelfilter eine Kraftstoffeinspritzung vorhanden ist. Und die löst eine zusätzliche Verbrennung aus, damit die Abgastemperatur erhöht wird. Diese Erhöhung macht einfach, dass der gesamte Dieselpartikelfilter angefallene Ruß, dass dieser Ruß verbrennt. Ja, wenn dieser Regenerationsprozess eingeleitet wird und du dein Ziel noch nicht erreicht hast, dann ist was trotzdem wieder für die Fische. Dann hat man wieder Partikel drin, die man nicht haben will und dann leuchtet im Armaturenbrett diese Warnleuchte auf. Das bedeutet, Achtung, dein Dieselpartikelfilter ist beladen und du solltest eine längere Strecke fahren, um diese Regeneration zu starten. So ist das gedacht. Wenn wir später dann zur Fehleranalyse kommen, kann ich euch zeigen, von was das halt alles abhängt, damit eine aktive Regeneration vom Motorsteuergerät überhaupt freigegeben wird. Was kommt hier aus dem Auspuff hinten raus? Man sieht, das ist ziemlich sauber. Da kommt nicht viel raus. Mein Dieselpartikelfilter funktioniert. Aber wie ist so ein Abgas? Was beinhaltet das? Also grundsätzlich haben wir unschädliche und schädliche Bestandteile. Wie man hier bei diesem Tortendiagramm schön sieht, ist das wie folgt aufgeteilt. Man hat einen großen Anteil an Stickstoff, einen großen Anteil an CO2, an Kohlendioxid, einen Anteil an Wasser, H2O und auch Sauerstoff. Das sind eher unschädliche Bestandteile. Aber bei der ganzen Verbrennung haben wir auch Schadstoffe dabei, die halt schädlich für unseren Organismus und für die Umwelt sind. Also Schadstoffe sind in der Größenordnung von 0,2%. Und so Schadstoffe, das ist halt zum Beispiel Schwefeldioxid, SO2, Rußpartikel, diese PM-feinen Partikeln, dann HC, Kohlenwasserstoffe, Stickoxide, NOx und auch Kohlenmonoxid. Das kommt hinten aus unserem Auspuff raus. Was sind jetzt eigentlich solche Fehlerursachen? Wir sind jetzt im zweiten Kapitel. Fehlerursachen.
Eine große Fehlursache sind auf jeden Fall Kurzstrecken. Also Kurzstrecken, wie wir zuvor gehört haben, Katalysator, das Abgassystem, das braucht eine gewisse Temperatur, eine gewisse Abgastemperatur. Dieses Auto hier, dieser BMW, da gibt es noch weiteres, das einfach BMW sagt, nach ungefähr 200.000 Kilometer muss man den Dieselpartikelfilter erneuern. Also das ist im Steuergerät hinterlegt. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist Kühlmitteltemperatur. Dass die Kühlmitteltemperatur nicht erreicht wird, das kann ein Problem sein. Also ein defektes Thermostat kann das Problem sein. Ja, auch die, wie gesagt, die Abgastemperatur wird nicht erreicht. Oder man hat auch falsches Öl verwandt. Man muss auf jeden Fall das Öl wechseln, den Intervall einhalten. Und das kann halt vorkommen, wenn man falsches Öl verwendet, dass die dann halt Asche und Schwefel bilden. Und das führt wiederum zu einer schlechten Verbrennung. Es gibt ganz schön viele Punkte, die hier Probleme machen können. Also das AGR-Ventil, das ist auch so ein Spezialist, sagen wir mal. Also das Abgasrückführventil. Das ist mittlerweile ist das gesetzlich geregelt, das muss verbaut sein. Also wir führen unsere Abgase zurück in den Brennraum, um eine weitere Verbrennung, eine bessere Verbrennung zu machen, was wiederum nicht ganz stimmt. Wenn ich den Dreck wieder reinführe, dann kann halt sein, dass das auch nicht ganz optimal ist. Und wenn das AGR, vor allem bei Kurzstrecken, wenn das Abgas nicht heiß genug ist, dann kann halt sein, dass das Abgasrückführventil verrußt und deswegen dann halt nicht mehr richtig arbeiten kann. Der nächste Fehler, den es hier gibt, was möglich ist, dass die Injektoren nicht mehr richtig funktionieren. Also wir haben vorhin gesehen, es gibt diese Injektoren, um diese aktive Regeneration einzuleiten. Wenn die verdreckt sind, dann geht eine aktive Regeneration auch nicht mehr. Ein weiterer Punkt könnte sein, einfach kontaminierter Treibstoff. Also man hat Treibstoff von einer schlechten Tankstelle, die vielleicht Speiseöl oder irgendwas hinzugemischt hat, keine Ahnung. Oder man verwendet vielleicht Biodiesel. Also Biodiesel hat halt auch Vorteile. Grundsätzlich Biodiesel erzeugt weniger Ruß. Aber der Nachteil ist halt, dass die Einspritzdüsen schneller verkorken und so, das dann auch nicht mehr ganz richtig funktioniert. Das ist aber auch der Grund, warum es diese ganze Ultimate Diesel, Super Diesel und diese ganzen teureren Diesel gibt. Die haben einfach Additive drin, Zusätze, dass die Verbrennung fördert und so das Ganze besser verbrannt wird und weniger Schadstoff erzeugt. Immer wieder ist auch zu lesen, dass es auch Probleme geben kann mit den Glühkerzen, dass die schuld sind. Das stimmt aber nur bedingt. Also wir wissen, die Glühkerzen, das sind so eine Art Starthilfe. Die helfen oder die erwärmen den Motor beim Starten, damit man gleich mal die richtige Verbrennungstemperatur hat. Wenn das jetzt nicht gegeben ist, dann kann natürlich schon in Folge daraus sein, dass beim Starten ein höherer Rußanteil kommt und so auch der Dieselpartikelfilter eher verdreckt. Jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Welche Parameter müssen gegeben sein, damit eine Regeneration überhaupt stattfinden kann? Grundsätzlich, das Auto muss bewegt werden. Wir müssen mindestens 60 Kilometer pro Stunde fahren. Es müssen 10 Liter Sprit im Tank sein. Das Auto muss auch warm gefahren sein. Das bedeutet, die Kühltemperatur muss irgendwas bei 75, 78 Grad haben, damit die Temperatur für das Steuergerät passt, um das freizugeben. Achtung, die Kühlmitteltemperatur, wenn wir das dann später checken, unbedingt während der Fahrt checken, weil natürlich Umwelteinflüsse einen Einfluss hat auf die Temperatur. Des Weiteren ist dann auch die Abgastemperatur vor dem Katalysator muss auch passen. Man darf keinen, wie man hier sieht, die Batterie darf keinen Fehler haben. Wenn die Batteriespannung, Kapazität zu gering ist, das System das ausliest, dann kann das auch ein Fehler sein. Aber im Betrieb sollte das passen, da wir von der Lichtmaschine die benötigte Spannung zur Verfügung gestellt bekommen. Des Weiteren checkt halt auch das System den Abgasgegendruck.
Und den Wert, das werden wir dann später checken. Also der Typ ist immer noch nicht da mit meiner Bestellung. Und wir werden dann hier beim OBD-Stecker, ich werde dann hier das Diagnosesystem anstecken und alle diese Werte auslesen. Grundsätzlich dürfen keine relevanten Fehler im Abgassystem vorhanden sein. Also im Fehlerspeicher im System darf kein Fehler sein. Ansonsten wird auch die Regeneration verhindert. Okay, so wie kann man jetzt eigentlich checken, ob die Kühlwassertemperatur passt? Wie komme ich jetzt in dieses Geheimmenü? Also hier, das ist der Tageskilometer-Rücksetzer, Snore. Wenn ich hier länger drauf bleibe, circa 10 Sekunden, dann kommen ein paar Meldungen, wir bleiben weiter drauf. Genau, wenn wir in dieses Menü kommen, jetzt sind wir hier in 1.00. Also das bedeutet, einmal kurz drücken bedeutet Enter, da kommt man in den nächsten Untermenüs. Wenn man lang drauf bleibt, springt man wieder raus und kann man ein Menü weitergehen. Aber als erstes wollen wir das Geheimmenü freischalten. In Punkt 07 gibt es die Kühlmitteltemperaturanzeige. Das nervt echt, dass hier in dem Kombi-Instrument nirgends die Kühlmitteltemperatur angezeigt wird. Okay, so, wir brauchen die letzten 5 Stellen von dieser Zahl. Also 9 plus 4 ist 13, plus 1 ist 14, plus 4 ist 18, plus 6 ist 24. Also 24 müssen wir uns in dem Fall merken. Bei eurem Fahrzeug kann das eine andere Nummer sein. Einfach die Quersumme von den letzten 5 Zahlen bilden. Bei mir ist es, wie gesagt, Nummer, also die Zahl 24. Jetzt schaue ich mal weiter. Also im Moment, wenn ich hier auf 7 gehe, habe ich noch keine Anzeige und es springt wieder direkt raus. Ich gehe nochmal rein, lange halten. Okay. Jetzt gehe ich auf Punkt 19. Kommt lock on. Sobald die Nullen hier stehen, muss ich auch schon die Zahl angeben. Und jetzt drücke ich so lange, bis ich die Quersumme von meinen letzten 5 Zeilen des Fahrzeugs Fahrzeugnummer habe. Jetzt ist das Menü freigeschalten. Jetzt, wenn ich auf 7 gehe, sehe ich hier die Kühlmitteltemperatur. Ich bin jetzt gerade gefahren, die hat jetzt 88 Grad. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Kühlmitteltemperatur für die Dieselpartikelfilterregeneration. Jetzt bin ich da direkt beim Auto. Ich habe es schon über die Grube gestellt. Als nächsten Schritt werden wir die Teile lokalisieren. Also jetzt Teile-Lokalisierung. Und wir werden uns das ein bisschen genauer hier anschauen, wo alles ist. Also das ist der Motor von dem 318er D. Ihr seht, ich habe auch die Spannungsversorgung dran, also mein Batterieladegerät. Und das hat den Grund, der Bordcomputer hat mir einen Fehler ausgegeben, AH455 glaube ich. Und das bedeutet halt, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Batterie. Das habe ich ja vorhin erklärt. Das kann auch ein Problem sein, dass der Dieselpartikelfilter verstopft bzw. dass er nicht regeneriert. Okay, als nächstes werden wir da mal reinschauen, damit ich da besser arbeiten kann, braucht man natürlich ein Licht. Okay, so, und ich habe ja Vor langer Zeit habe ich eine Maclight mir selbst zusammengebaut. Jetzt habe ich endlich mal einen Anwendungsfall dafür. Also die Maclight, das werde ich euch dann oben verlinken, falls das jemand interessiert, wie man so eine 50 Watt Maclight selbst baut. Ich werde jetzt mal starten.
Jawohl, also da habe ich jetzt richtig gutes Licht. Und das gebe ich unten in die Grube rein und dann werde ich auch noch die GoPro hinmontieren und eine Zeitraffer machen, wie man, so wie ich das dann alles demontiert habe. Okay, so, also wir werden jetzt das gleich mal ausbauen. Ich werde nur als erstes jetzt diese kleine MacLight hier mal unten reingeben, damit das von unten beleuchtet wird, und dann zeige ich euch, wo die Bauteile sind. Als nächsten Schritt dann ist wirklich der Ausbau vom Dieselpartikelfilter. Als ersten Schritt werde ich jetzt mal den Luftfilterkasten hier losschrauben, weil man sieht, ich habe hier ein Licht, man sieht hier unten drin auf der linken Seite hier rein, hier unten hinterhalb ist der Partikelfilter. Okay. Weiter rein. Ja. Dann gibt es hier den Temperatursensor, den Drucksensor und hier unterhalb ist dann noch eine Schraube, welche wir lösen müssen. Also da ist er irgendwo festgeschraubt. Okay, also das sind die nächsten Schritte. Die ersten Schrauben werde ich von oben demontieren. Das alles lösen. Die Sensoren schraube ich nicht raus, also ich mache sie nur bei den Steckern lose. Und dann werde ich unterhalb die ganze Bodenverkleidung abbauen im vorderen Bereich und dann auch den Dieselpartikelfilter versuchen rauszukriegen. Passt. Ah ja, genau, das hatte ich vergessen. Also das ist noch das AGR-Thermostat, welches ich gekauft habe. Und das sitzt hier unterhalb drin. Das werde ich jetzt nicht tauschen. Ich bin ja drauf gekommen, oder ich habe es ja gecheckt im Bordcomputer, dass die Thermostate funktionieren. Also die Temperatur wird richtig angezeigt. Der Kühlkreislauf ist zumindest mal okay, wegen dem AGR. Da muss ich dann noch schauen. Es ist noch immer der... Der Paketdienst war immer noch nicht da, damit ich im Auto vorne den OBD-Stecker anstecken kann. Also ich habe dieses Diagnosetool noch nicht. Und naja, da muss ich noch warten. Wenn das der Fall ist, dass das halt kaputt ist, werde ich das dann austauschen müssen. Okay, schrauben wir mal diese Dinger hier ab. So, das Lüftergehäuse haben wir jetzt einmal ausgebaut. Die Abdeckung vom Motor habe ich jetzt runtergenommen. Das schaut ja alles ganz nett aus hier. Und jetzt wollen wir nichts. Brauchen wir noch ein Licht. Ein Licht rein. Und jetzt wollen wir das hier hinten. Das ist der Partikelfilter. Und hier. Das ist die Schraube. Das hier ist der Turbo. Genau. Dann löse ich jetzt die Sensoren und werde dann den Dieselpartikelfilter hier unten rausnehmen. Diesen Kabelbinder hier, den muss ich lösen, damit ich die ganzen Sensoren, Lambda-Sonde, Drucksensor und so weiter rauskriege. Passt. Übrigens, diese Dinger sind ganz praktisch. So eine magnetische Schale, da bleibt alles schön drin. Kann ich irgendwo hinklipsen. Ist ganz praktisch. Keine Werbung wohlgemerkt. Die Sensoren, die habe ich mal abgesteckt. Also Temperaturfühler, Drucksensor, welcher hier hingeht. Und auch die Lambda-Sonde. Als nächstes muss ich nur mehr hier unterhalb, also diese Schraube da unten drin, die muss ich noch lösen, da unten drin, die hinterhalb. Ja, wenn ich das gelöst habe, dann geht's um das Auto und dann bauen wir das Ding aus. Also die Schraube hier hinterhalb, die ging ganz schön schwer auf.
bin ich unterm Auto. Hier sitzt der Partikelfilter. Hier unterhalb drin. Jetzt muss ich die ganzen Abdeckungen hier runterschrauben. Die Schrauben da vorne. Dann kann ich das runterklappen und komme so zum Dieselpartikelfilter hin. Die Abdeckung habe ich gelöst. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Okay. Und hier ist auch schon das gute Stück. Jetzt müssen wir diese Schrauben hier, diese beiden Schrauben hier hinterhalb muss man lösen. Dann kann ich das Ganze mit der Halterung rausschrauben. Ich bin drauf gekommen, dass der Partikelfilter, das lässt sich nicht öffnen. Und jetzt schraube ich die Halterung raus. Da sieht man, das sind Torx-Schrauben. Aber da gibt es einen Trick. Es gibt einen Trick, yeah. Man kann das auch mit einer Achternuss, die passt perfekt. Mit der kann man es auch lösen. Jetzt noch die Auspuffschelle lösen. Ja, Dieselpartikelfilter hat auch hier ein Problem. Also das da ist abgerostet, das muss ich auch irgendwie reparieren. Sowas. Ja, Halterung ist lose. Trotzdem kriege ich noch nicht raus. Jetzt ist der DBF gelöst. Hier die Verbindung zum Turbo. Diese V-Schelle ist offen. Und ich kann den Dieselpartikelfilter jetzt rausziehen. Hier ist der Dieselpartikelfilter. Dieses Flexrohr muss ich wahrscheinlich tauschen. Und jetzt kann ich ihn rausnehmen. Yippie! Ja, hier ist er, der Dieselpartikelfilter. Sehr schön. Hier, jetzt habe ich ihn ausgebaut. Uhu! Hier, der Dieselpartikelfilter ist raus. Das geht zum Turbo rein. Ja, sieht schon ganz gut aus. Sehr gut. Hier ist der Dieselpartikelfilter. Und als nächstes werde ich die Sensoren rausschrauben. Damit ich die rausschrauben kann, braucht man da ein bisschen einen Rostlöser. Dann gehen wir da rein. Hoffen wir, dass das funkt. Ja, normalerweise schon. Super. Dann schauen wir uns das gleich weiter an. Die Lambda-Sonde geht schon mal raus. Also die Mittel. Also hier, das ist so ein Dieselpartikelfilter-Reiniger. Also das ist einfach ein Additiv, was man verwendet, was man hinzugibt. Das hilft uns jetzt nichts. Diesen Dieselpartikelfilter-Reiniger, das ist eigentlich gedacht für, dass man es verwendet, wenn das Ding noch eingebaut ist. Hat aber die Schwierigkeit, dass dieser Partikelfilter, wenn man den so verwendet, der kann natürlich das Öl anlösen, aber die Asche bleibt im Dieselpartikelfilter zurück. Das ist übrigens auch dasselbe, wenn man ihn nur ausbrennt. Die Asche bleibt zurück. Also was machen die Profis? Die Profis lösen die Partikel auf, Öl lösen sie auf und man kann natürlich auch den verbliebenen Ruß mit auflösen oder loslösen. Also diesen Dieselpartikelfilterreiniger, das werde ich auch nicht verwenden. Ja, und so komme ich schon zu meinen Hausmitteln. Also, ich habe hier zwei Reiniger, zwei Mittel, das sind Haushaltsmittel. Und ich habe beides getestet mit einem anderen Partikelfilter. Und zusätzlich habe ich auch getestet, wie sehr sie Mittel anlösen. Das eine ist mal so ein Rohrreiniger. Ein Rohrreiniger, das ist ja NaOH, also Natriumhydroxid,
Und Natriumhydroxid hat einfach die Eigenschaft, dass das Öl an- bzw. auflösen kann. Dazu muss man das 15 Minuten einweichen, aber Vorsicht, man muss ja echt vorsichtig sein. Dieses Produkt in Verbindung mit anderen Zusatzstoffen, das wird sehr heiß. Deswegen müssen wir hier aufpassen, dass wir das nicht zu lang eingelegt haben. Es löst Fettrückstände und so weiter auf. Also das ist genau das richtige Mittel als Vorreiniger für den Partikelfilter. Ätzend, unbedingt Handschuhe anziehen, Sicherheitshinweise sind zu beachten. Achtung, was noch wichtig ist, das Ding ist gegenüber Metall sehr korrosiv. Und wir wollen natürlich nicht, dass dieser Partikelfilter sich noch weiter auflöst. Deswegen müssen wir das auch ein bisschen verdünnen. Wir werden das in Wasser auflösen und dann einwirken lassen. Das ist der Vorreiniger. Mit dem werde ich das vorreinigen. Was dann als nächstes kommt, das ist Salzsäure. Mit dieser Salzsäure, das ist ein Reinigungsmittel, hier, das hat ca. 33%, mit dem werde ich den Rest rausspülen können. Es ist so, die meisten Bestandteile, wie wir ganz am Anfang in der Theorie gelernt haben, lösen sich mit Säure an, also reagieren mit Säure. Und das nützen wir hier aus. Also zuerst den Rohrreiniger und dann die Salzsäure. Da muss man schön aufpassen, das Ganze schön sammeln in einem Becken. Wasser brauchen wir. Und dann geht es jetzt auch schon los. Also was hier noch zu schauen ist, wir werden, hier sitzt der Turbo und wir werden zuerst mal von hinten nach vorne das auswaschen. Als erstes ein bisschen Wasser und hier geben wir jetzt den Rohrreiniger hinzu. Das reagiert sehr stark. Das löst schon. Wie ihr seht, das reagiert. Jetzt muss ich das noch ein bisschen auflösen. Man muss wirklich schauen, also das wird schon ganz schön heiß. Es dampft, es ist ganz schön warm, hat aber keine 100 Grad. Und das werden wir jetzt da mal reinschütten. Ja, es rinnt unten raus. Aber gar nicht so viel. So, es rinnt nicht sehr schnell ab. Also wie man das hier sehen kann, das rinnt langsam ab. Da kommt ganz wenig nur raus. Jetzt können wir da mal mit Wasser ein bisschen nachspülen. Da steht das Wasser drin. Also der ist wirklich dicht. Sieht man ganz gut. Jetzt werde ich nochmal. Es geht gar nicht. Ganz langsam geht es nur durch. Also der Dieselpartikelfilter ist definitiv verstopft. Das ist schon der Ruß, den wir rausgeschwemmt haben. Jetzt löst sich langsam mit dem Reiniger, löst sich jetzt langsam die Schicht auf. Das werden wir jetzt 15 Minuten so stehen lassen, damit das richtig arbeiten kann. Ich habe jetzt nochmal eine Mischung gemacht. Jetzt werden wir das ein bisschen schütteln. Und dann gehen wir hier die nächste Ladung rein.
So, wie man hier sieht, das rinnt ganz langsam nur ab. Also es löst sich nur ganz, ganz langsam. Das braucht einige Zeit. Also wie gesagt, 15 Minuten schütteln, 10 Minuten schütteln. Also der ganze Prozess, das muss schon einige, ja, wenn nicht Stunden muss das gehen, damit das richtig gelöst ist. Ja, passt, aber so schaut schon gut aus. Es rinnt unten fast gar nichts raus. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, wie langsam das geht. Wieder Reiniger nachfüllen. Bis sich diese Gase bilden, dann ist das richtig gemischt. So. Und wieder einfüllen. Man sieht, es ist immer noch nicht viel besser geworden. Das arbeitet noch hier im Rohr. Ja, jetzt wieder 10 Minuten warten, durchspülen, schütteln, durchspülen. Das wiederhole ich jetzt 5 Mal und dann beginne ich mit der Salzsäure. So, das war jetzt wieder eine Viertelstunde. Man sieht, das ist schon ganz ein schöner Gatsch. Ich werde das mal hier rausgeben. Sieht man wirklich, wie hier der Dreck sich löst. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Schaut sich das einmal an. Das sind diese Staubpartikel, Dreckpartikel. So, jetzt lassen wir das wieder eine Viertelstunde und dann nächster Schritt. Waschen, schütteln. Ja, yeah. So, zweite Runde. Jetzt werden wir nochmal das letzte Mal das Granulat hier einfüllen. Sehr gut. Das Wasser hier wird mittlerweile getauscht und es rinnt schon viel schneller hier ab. Aber jetzt machen wir nochmal so eine Mischung. Das ist die letzte und dann beginnen wir auch schon mit der Salzsäure. Das rinnt schon ein bisschen besser ab, aber immer noch nicht optimal. Also wieder 15 Minuten einwelken lassen, dann durchspülen. So, das schaut schon viel sauberer aus. Und trotzdem ist es noch verstopft. Jetzt werden wir noch ein paar Mal durchspülen, schütteln, durchspülen, schütteln, warten und dann beginnen wir mit der Säure. Da rinnt unten schon was raus. Schaut schon viel besser aus. Und von der anderen Seite. So sollte es jetzt ausschauen. Der rinnt jetzt schon durch. Das ist wirklich sehr gut. Jetzt werden wir ein bisschen durchspülen und schauen, wie das Wasser schon rauskommt. Also so sollte es rausrennen. Das ist schon mal ziemlich zu wenig. Ja, und als nächsten Schritt werden wir das Ganze mit der Salzsäure einweichen
durchspülen, stehen lassen, schütteln, wieder durchspülen und dann sollte es soweit fertig sein. Aber ich bin überrascht, dass das jetzt schon so gut durchrennt. Also nur mit dem Abflussreiniger, das schaut schon ziemlich gut jetzt aus. Also zuvor ist ja gar nichts durchgegangen, der war total zu. Und jetzt werden wir das Ganze mit der Salzsäure machen. Also bei Salzsäure aufpassen, immer zuerst das Wasser reingeben. Also meine Mischung mache ich ca. 3/4 Wasser und 1/4 Salzsäure. Immer zuerst das Wasser reingeben und erst danach die Salzsäure. Alle 30 Minuten ein bisschen durchschütteln, damit sich das schön verteilt, damit die Säure gut wirken kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Und jetzt warten wir nochmal 15 Minuten und dann schaut es gut aus. Das ist der Dieselpartikelfilter. Ich habe den jetzt ein paar Mal gedreht. Hier ist er noch zu. Also ich habe das auch von der Auspuffanlage zum Turbo hin eingefüllt und durchgespült. So werde ich das jetzt auch durchwaschen. Hier sieht man schon diese braune Schlacke. Das ist die gelöste Asche und Rückstände aus dem Dieselpartikelfilter. Also es ist jetzt schon ziemlich gut sauber. Und jetzt spüle ich das noch weiter durch und schwemme durch und dann werde ich dieses Flexrohr hier tauschen. Dann kommt ein neues Flexrohr drauf und dann trocknen, ganz wichtig, und wieder einbauen. Und jetzt werde ich noch ein bisschen warten und dann einfach gründlich mit Wasser spülen. Also gründlich mit Wasser spülen. Diese Säure und den Ruß, den verpacke ich in große Container und die werden dann vorschriftsmäßig entsorgt. Gereinigt haben wir ihn mit der Säure. Man sieht, da hat sie alles schön gelöst. Sieht ja wirklich ganz schön wieder aus. Und jetzt werde ich noch durchschwemmen. Also der ganze Vorgang bis jetzt, das waren 2 Stunden mit den Pausen zwischendurch, mit dem Einweichen lassen. Und dann jetzt ist wichtig zu spülen. Zu spülen, zu spülen, zu spülen. Man sieht, wie da das schön rausrennt. Und es ist bei weitem nicht mehr so dreckig wie vorher. Und es rennt richtig, richtig gut raus. Also es rennt einfach durch den Filter durch. Genau so soll es sein. Und jetzt spülen, spülen, spülen. Seht, der Wasserdruck, das kommt nicht mehr nach. Super. Das schaut ja schon fein aus. So, schaut ihr das mal an, wie das jetzt rausrennt. Sehr gut. Filter ist frei. So, wir werden von hinten nach vorne spülen. Also wir rennt einfach durch den Filter durch. Genau so soll es sein. Und jetzt sind es auch von der anderen Seite perfekt durch. So, und das war's jetzt. Jetzt sind wir soweit fertig. Als nächsten Schritt werden wir mit so einem Heißluftföhn, volle Stufe, den DPF aufheizen. Das ist wichtig, damit das ganze Wasser innen verdampft. Also jetzt ist er schon ein paar Stunden in der Sonne. Ich werde dann auch von der anderen Seite da reinfahren, damit das nach oben hin wegdampfen kann. Ja, perfekt. Also im Hintergrund, das trocknet noch, also verwendet keine
keine Lötlampe oder so irgendwas. Das wird dann doch zu heiß. Am besten mit so einem Heißluftföhn. Grundsätzlich gereinigt. Jetzt ist der richtig heiß. Es dampft oben raus. Der Klebestreifen, der gibt auch schon nach. Und jetzt lasse ich das abkühlen und hol das Ersatzteil, das wird angeschweißt. Dann komme ich zurück, werde den noch schön machen und dann wieder einbauen. Das Flexrohr ist ausgetauscht, es ist alles verschweißt. Also hier sieht man das, die Schweißnähte, das Flexrohr angeschweißt. Ja, jetzt werde ich da noch das ein bisschen lackieren, damit das gut ausschaut. Den fehlenden Sensor hier reinschrauben. Und ja, also das Lackieren mache ich in meiner Lackierbox. Falls du noch nicht zu meinem Kanal subscribed hast, also meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das bitte. Ich aktualisiere das immer mit so einem Lackstift. Jetzt ist irgendwas bei 800. Ich glaube 20, was zuvor war. Denn, ja, wie auch immer. Abonniere zu meinem Kanal und jetzt nehme ich das mit ab in die Lackierbox. DBF ist mal ein bisschen lackiert. Ich habe ihn jetzt noch erwärmt. Also ausheizen ist das jetzt in dem Fall nicht. Ich habe nur erwärmt, dass er den Lack schneller annimmt. So, aber so sieht das ganze Teil jetzt aus und das werde ich jetzt einbauen. Wenn du dich wunderst, das ist meine Abluftanlage. Also da ist dann dahinter noch ein Filter. Also meine Lackierbox, die habe ich irgendwann mal selbst gebaut. So schaut das aus. Kann ich euch mal genauer zeigen, wenn euch das interessiert. Alles klar. Sehr gut. Also ich bin jetzt fertig mit dem Lackieren, mit dem hitzebeständigen Lack, den ich hier verwende. Der geht bis, ich glaube, bis 1000 Grad oder so. Das dürfte sich ausgehen. Jetzt werden wir noch die Lambda-Sonde einbauen. Also hier, das ist der Dieselpartikelfilter. Nachdem ich ihn gereinigt habe, neuen Flexschlauch angeschweißt und jetzt bauen wir noch die Lambda-Sonde hier ein. Also die kommt da rein und dann sind wir auch schon ziemlich fertig, dann werde ich das Ganze wieder ins Auto einbauen. Ah, genau, hier sieht man, das ist mein OBD-Dongle. Also ich verwende den hier, der weiß nicht, 25 Euro und die Software, ja, vielleicht mache ich da noch eine genaue Anleitung. Gut, dann Lambda-Sonde rein und raus ins Auto und das Ding wieder einbauen. Perfekt, Dieselpartikelfilter gereinigt, ich habe die Sensoren wieder eingebaut und dann auch der Flexschlauch ist getauscht und jetzt müssen wir das nur mehr ins Auto einbauen. Also hier ist das die Verbindung, da muss das rein, dann noch den Luftfilterkasten einbauen und dann bin ich auch schon fertig. Aber das schaut ganz nett aus, jetzt muss das nur mehr funktionieren.
Aber das wird's. Das hat bis jetzt schon dreimal geklappt. Ja, bei anderen Fahrzeugen wohl gemerkt. Aber funktioniert. Da werde ich jetzt den Dieselpartikelfilter wieder einbauen. So, sehr gut. Da oben ist der Turbo. Und hier geht's zur Auspuffanlage. So, jetzt kommt der Dieselpartikelfilter da wieder rein. Er hängt jetzt mal da drin. Ich habe ihn zum Auspuff verbunden. Jetzt muss ich ihn zuerst oben beim Turbo anschließen. Die Halterungen, welche ich nicht rausbekommen habe, die biege ich dann zurück und schraube das wieder fest. So, der Dieselpartikelfilter ist wieder oben. Jetzt muss ich noch diese V-Schelle, diese Schelle hier, die muss ich noch verbinden. Dass das mit dem Turbo verbunden ist. Und dann schaut das auch schon wieder super aus. So, hier nochmal ein Trick. Also mit dem Kabelbinder vorspannen. Da hinten diesen Kabelbinder nehme ich jetzt raus, der da drinnen ist. Der kommt raus und da wird dann die Schraube eingeführt. So, weiter geht's. Die Schelle ist wieder dran, die hält. Hinten die Aufhängung ist dran. Und jetzt werden wir noch die ganzen Sensoren verbinden. Und dann können wir da oben schon zusammenpacken. Und dann gehen wir runter und bauen unten alles zusammen. Super. Kabeln sind dran, Lambda-Sonde, Temperatursensor, Druckfühler, alles dran, Schraube ist dran und jetzt kommt noch der Luftfilter herein. Luftfilter habe ich wieder eingebaut. Super. Die Motorabdeckung oben ist drauf, der Partikelfilter da drin ist so gut wie neu. Luftfilter ist eingebaut. Also jetzt geht's runter in den Keller. Schelle noch festspannen. Sehr gut, passt. Alle Schrauben habe ich jetzt reingeschraubt. Die Plastikabdeckung ist wieder drauf. Das schaut ganz fein aus. Und eine große Hilfe war meine super MacLight-Taschenlampe. 50 Watt. Jetzt mal fertig, das Auto fährt wieder. Aber hier kommt ein bisschen ein Wasserdampf raus. Also das ist auch ganz normal. Es dauert ein bisschen, bis das Wasser dann verdampft ist. Kühlmitteltemperatur, das schaut einmal super aus. Und jetzt fahren wir mal eine halbe Stunde mit 100, 120 km/h. Okay. So, jetzt bin ich schon mit dem BMW Inter hier drin. Ich drücke mal Shift, Klick, dann sind wir Functional Jobs. So, als erstes wollen wir mal die Fehler oder eine Verbindung aufbauen. Sieht man, das sind die ganzen verbauten Module. Als nächstes werden wir die Error-Meldungen auslesen. Read Error. So, jetzt geht's weiter. Also ich habe die Fehler ausgelesen, Dieselpartikelfilter ist ja getauscht
oder gereinigt. Trotzdem habe ich noch einen Fehler. Jetzt laut meinem Tool liegt das am AGR, also am Abgasrückführventil. Das ist anscheinend verstopft. Das liegt da unten drin. Ich mache mal die Abdeckung auf. So. So, hier haben wir den AGR-Kühler und da unten, das ist das AGR-Ventil. Das könnt ihr jetzt festklemmen. Das muss ich jetzt mal ausbauen, abstecken, Schläuche weg, Auffangbehälter unterhalb hingeben. Ja, dann werde ich das jetzt ausbauen und reinigen. Diese beiden Schrauben, diese und diese hier hinterhalb, werde ich jetzt lösen. Ja, sieht man, wie das verdreckt ist. Und das muss ich jetzt ausbauen. Also die zwei Kühlschläuche noch wegnehmen, da hinterhalb ist noch einer. Und dann kann ich das schon weitermachen. So, die Schlauchschelle habe ich demontiert. Jetzt will ich den Schlauch rausschieben. Gebe da unterhalb eine Flasche rein, damit ich das auffange. So, hier war das AGR-Ventil verbaut. Ich habe das da noch zugestoppelt. Kühlflüssigkeit habe ich aufgesammelt. Und jetzt starten wir durch und wir reinigen dieses verkorkte AGR-Ventil. Als erstes nehmen wir mal diesen Deckel hier ab. Da muss man nur einfach hier diese Klammern öffnen. Genau. Und dieser Hebel hier, der muss ganz leichtgängig sein. Es geht aber ziemlich schwer. Also es ist hier verkorkt. Und jetzt werden wir das reinigen. Also es geht jetzt schon viel leichter. Also da ist schon noch Schmutz drin. Aber der Mechanismus, der Motor, das geht schon viel leichter. So, jetzt werden wir weitermachen. Jetzt schaut das wieder ganz gut aus. Also es ist total leichtgängig. So wie es sein soll. Passt. Dann Gehäuse wieder drauf. Genau, mir ist auch dieser Luftschlauch hier ist gebrochen. Den werde ich jetzt auch noch schnell reparieren. Fürs Erste passt das, das hält jetzt wieder, das kann ich so einbauen und den Schlauch werde ich jetzt einfach dann später tauschen. Also so sieht das aus, ganz gut.
bauen wir das AGR-Ventil wieder ein. Genau, was ganz wichtig ist, man soll sich solche Schlauchschellen hier besorgen. 9-10 mm Schlauchschellen, weil die der BMW hier verbaut hat, das sind nur einmal zu verwendende Schlauchschellen. AGR wieder rein, Anschlüsse drauf und los geht's. AGR-Ventil ist wieder eingebaut, der Schlauch ist drauf, wie gesagt, den werde ich später dann irgendwann mal tauschen. Alles festgeschraubt, neue Schellen hier, oh, da ist noch so eine alte Schelle. Also das sind diese Wegwerfschellen von BMW, also voll der Müll. Ja, hier neue Schelle, jetzt kommt die Motorabdeckung drauf und dann werden wir schon weitermachen. Motor funktioniert wieder. Falls es mal Probleme gibt mit dem FRM-Modul oder eines der Steuergeräte, versucht einfach die Batterie, den Minuspol, also hier den Minuspol abzuklemmen. Halbe, dreiviertel Stunde abgeklemmt lassen, anklemmen und dann wieder versuchen. Dann sollte der Fehler vom FRM-Modul wieder weg sein. Nachdem ich jetzt alles einbaut habe, gibt es jetzt eine Schwierigkeit, ich habe die Batterie auch abgehängt und jetzt verbinde ich mich mit OBD und wir werden einmal den Fehler hier auslesen. Also ich bin jetzt verbunden mit E90, jetzt haben wir identifizieren. Die Steuergeräte melden sich alle. Das ist gut. Jetzt gehen wir auf Error. Read Error. Und jetzt sehen wir, nachdem ich die Batterie abgehängt habe, also ich habe noch diese Fehlermeldung vom Steuergerät für den Dieselpartikelfilter und auch jetzt im Kombimenü. Irgendwas mit der Lichtanlage, das kann sein, dass das FRM-Modul jetzt irgendwas hat. Okay. Also, DME, das ist zurückgesetzt. Jetzt habe ich noch was mit der Lichtanlage. Also grundsätzlich, die Fehlermeldung sollte jetzt weg sein. Jetzt starten wir mal. Okay, das ist die Lichtanlage. Die Uhr ist zurückgesetzt. Nochmal Read Error. Ich habe da Verbindung mit dem EDI-Bus. EDI-A-Bus Dualset 32. Und wenn ich hier mal Fehler lese, sieht man, das meiste ist okay. Jetzt kann ich das noch zurücksetzen. Ja. Ja. So, wenn man schon sieht, habe ich jetzt einen Fehler, der sagt, dass die Tür offen ist. Die Tür ist aber nicht offen. Die Tür ist geschlossen. Auch gehen die Scheibenheber nicht. Das Licht funktioniert nicht, aber zumindest die Kühltemperatur passt. Naja, da muss man noch einiges machen. So, hier ist das FRM-Modul hinten drin, das muss man jetzt ausbauen. Der OBD-Stecker, also das geht ziemlich leicht aus. Thank you.
Alles klar. Fehlerspeicher, Einträge 0. Kein Partikelfilterfehler mehr. Fensterheber funktionieren. Das schaltet wieder. Licht funktioniert. Einfach top. So, jetzt starte ich nochmal neu, damit man sieht, dass es hier, also dass die Fehler total weg sind. Also zuerst ist immer dieser Dieselpartikelfilterfehler gekommen. Starten wir. Und das sieht jetzt ja super aus. Yeah! Geschafft! Was gibt es Besseres? Endlich alles fertig. Das war jetzt doch ein bisschen Auftrag, vor allem mit diesem blöden FRM-Modul. Das war echt ein Spaß. Also man braucht verschiedene Software. Impa alleine geht nicht. Also mit dem NFC-Tool und dann habe ich letztendlich halt Rheingold verwendet. Ja, und so hat das dann gut funktioniert. Die Fehler sind alle weg. Es ist einfach ein Traum. Passt, und jetzt geht's wieder weiter. Hier drin habe ich das ganze Reinigungswasser gesammelt. Also das ist das ölrußhaltige Wasser mit dem Reiniger. Das habe ich halt hier gesammelt und das wird dann fachgerecht entsorgt. Das wird dann bald abgeholt. Ready to go, also weitere 100.000 Kilometer.